Na, Anni? Na, Uwe? Wie gefällt dir das Model 3? Sehr gut. Und ja? Dir? Mir gefällt es auch sehr gut. Wollen wir mal drüber sprechen? Ja. Steig doch ein, fahr dich oben auf den Berg. Oben auf den Berg machen wir das? Genau. Okay. Das ist viel schöner. Gut. Warum geht der bloß? Herrlich. Schön nice, ne? Mhm. Bist du gern gefahren? Ja. Da vorne saß gerade ein Häschen und als ich da lang gefahren bin, ist es nicht mal weggelaufen. Nee, so leise war das. Ja. Wahnsinn, oder? Die Hasen wundern sich hier, du, sag ich dir. Ja. Muss ich nicht anschneiden, wir sind schon da. Gut. Oh, ein Schatten. Und jetzt? Oh, ein Schatten. Schatten? Oh, der Baum ist. Ich dachte, ich genieße über die schöne Aussicht auf Phoenix. Ja. Schatten wollen, ja. Man fährt hier immer in Schatten. Das stimmt. So, wir sind jetzt gefahren mit dem Tesla Model 3 Long Range Premium von Spark Randall. Das ist der Tesla Autoverleih von Rolf, von Tesla Owners US. Sind wir jetzt gefahren, da gehen wir mal eben drauf. Genau, ne, da, Entschuldigung. Das ist der Reifendruck. Na, andere Seite, da ist er, genau. Insgesamt sind wir gefahren 2164 Meilen. Dann gehen wir mal auf Display und da drauf. Gehen wir auf Kilometer und sind gefahren 3454 Kilometer, hatten einen Wattstundenverbrauch von 146 Wattstunden pro Kilometer, also 14,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das ist wirklich sensationell, der Neodym Permanent Magnetmotor, dieses Model 3, der nur hinten einen Motor hat, ist wirklich extrem sparsam. Wir haben hier eine Reichweite von echten 500 Kilometern, wenn man hier in Amerika fährt. Ich denke mal 400, 450 sind in Deutschland bei etwas höherer Geschwindigkeit locker erreichbar. Wir werden also noch, wenn wir den Wagen morgen abgeben, wir haben ihn heute gereinigt und sauber gemacht. Klar, das machen wir natürlich für Rolf, das muss er nicht bezahlen. Werden wir ihn morgen abgeben und hatten eine schöne Zeit damit. Was ist dir am Model 3 aufgefallen? Was ist so das Fazit? Was würdest du sagen? Du fährst ja nur auch Model S, ein 2013er, S85. Den fährst du allerdings erst 2 Monate. Genau. Was ist für dich der größte Unterschied? Wo sagst du, das könnte ich mir beim Model 3 besser vorstellen oder nein, Model S ist es einfach. Wie siehst du das Ganze? Also was ich wirklich beachtenswert finde, ist diese extrem gute Lüftung. Ich finde es wahnsinnig, dass du dir jederzeit die Lüftung punktuell einstellen kannst. Jeder kann das für sich machen. Das finde ich schon mal wahnsinnig gut. Das finde ich richtig toll. Also das hat mich sehr begeistert, weil es hier auch sehr warm war. Ich finde, das Auto ist ein gelungenes Auto. Was ich blöd finde oder nicht so gerne mag, sind doch dieses vegane Leder auf der Dauer, wo wir dieses Auto gefahren sind und auch in diesen großen oder bei der großen Hitze. Das ist schon ein bisschen klebrig. Also das fängt schon an, wenn du gerade eine kurze Hose trägst und dann klebst du mit der Haut auf den Sitzen fest. Und das ist unangenehm. Und das ist bei Leder nochmal so ein bisschen anders. Ansonsten habe ich eigentlich nichts auszusetzen. Was mir bei allen Teslern auffällt, ist, dass man eine sehr gute Impulskontrolle braucht. Also hier habe ich immer das Gefühl, ich müsste jetzt den Monitor abnehmen oder irgendwie ausrichten oder nochmal drehen oder irgendwie eine Bestellung aufgeben. Also ich habe immer das Gefühl, ich müsste jetzt was machen. Auch dieses große Armaturenbrett, was ich eigentlich sehr, sehr schön finde, da habe ich immer das Gefühl, es ist mir zu leer, da müsste irgendwas hin und ich fange jetzt mal an zu dekorieren mit Muscheln und Teelichtern, was Rolf bestimmt ganz doll gefallen würde. Das finde ich das ist so eine Sache, das muss man mögen. Ich weiß nicht, ob man sich da noch weiter zurechtfindet. Auf der einen Seite gefällt es mir gut, aber auf der anderen Seite finde ich es fast schon ein bisschen störend, dass man das Tablet nicht bewegen kann, dass man das nicht nochmal zurechtrücken kann. Ich fand das in meiner Sitzposition, weil ich ja nun relativ klein bin und auch immer eine andere Sitzposition habe als jemand, der größer ist. Und solche Autos sind ja auch immer klassisch für den normal großen Menschen gerechnet, fand ich dann die Lichteinstrahlung doch ein bisschen störend, sodass ich manchmal nicht genau erkennen konnte, wenn es hier am Rand klein wurde, sind es 52 Meilen oder 5,2 Meilen, weil das dann einfach vom Licht her ungünstig. Gut, das wird sich ändern. Wenn wir jetzt das hier eingeben, haben wir ja hier die Anzeige. Das wird sich jetzt mit der Version 9 komplett ändern. Die wandert hier rüber. Das ist bestimmt auch richtig gut. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, der tote Winkel ist wirklich groß. Man muss schon sehr genau darauf achten, wie man die Spiegel einstellt. Und wenn man das aus der Erfahrung heraus wie bei anderen Autos macht, dann ist der tote Winkel tatsächlich doch sehr groß. Also man muss die Spiegel genau platzieren, man muss das genau ausprobieren und ansonsten habe ich hier eigentlich überhaupt gar nichts zu bemängeln und ich glaube, derjenige, der das kauft, kann sich darauf freuen. Ich finde es mit dem Dach toll. Ich hatte ja auch erst gedacht, dass es vielleicht komisch ist, aber ich finde es richtig schön. Ich habe ja auch hinten gesessen und es ist tatsächlich so, dass man, saß ich alleine hinten, Nancy und Ove saßen ja vorn, ich hatte genug Platz. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass die Neigung der Sitzbank, wenn man größer ist, vielleicht ein bisschen schwierig sein könnte, weil die eben doch sehr, ja, sehr flach ist irgendwie. Aber ich finde, es ist ein gelungenes Auto, ich finde, es macht sehr viel Spaß, das zu fahren und könnte mir auch vorstellen, das zu fahren. Nun habe ich natürlich ein bisschen schöneres Auto, ein bisschen mehr Komfort und würde es nicht unbedingt eintauschen wollen. Ah, du siehst also dein Model S als komfortabler an als das Model 3. Ja, das finde ich schon so. Mhm. Kannst du das nochmal näher sagen? Das hat was mit der Federung zu tun. Das Auto ist in den Federbereichen einfach, wie nennt man, weicher? Frauen sagen in den Federbereichen. Du meinst also, das Fahrwerk ist einfach weicher, komfortabler? Ja. Beim Model S? Ja, genau. Ja, also genau. Mein Fahrwerk, ich habe zwar auch bemängelt, dass ab 100, ich weiß gar nicht, 160, dass es ein bisschen anfängt zu schlenkern. Aber ich finde das Auto von der Fahrdynamik her einfach schöner, einfach besser. Man hat auch ein bisschen mehr Platz. Ich finde die Sitze ein bisschen gemütlicher noch, obwohl es vielleicht sogar die gleichen sind. Ich weiß es nicht. Ich finde mein Auto einfach schöner. Und ja. Auch das ist eine Frauenmeinung. Das ist deine Meinung, genau. Und diese Reichweite, diese enorme Reichweite von 500 Kilometern, ist das für dich wichtig? Oder sagst du, oh nö, das brauche ich gar nicht, mir reichen 250, 300. Was hast du mit deinem 350 knapp, ne? Es kommt natürlich immer darauf an, wo man sich bewegt. Also wenn man viel reist, was ich nicht tue mit dem Auto, sondern wir sprechen uns dann ja immer ab, welches Auto nehmen wir, dann ist eine größere Reichweite sicherlich besser. Auf diesen kleinen Wegen, auf denen ich mich bewege, ist völlig ausreichend meine Reichweite. Hier jetzt in den USA, als wir uns auch in den Canyons und in den Nationalparks bewegt haben, war das toll, war es gut, dass wir so eine gute Reichweite hatten. Also für jemand, der viel unterwegs ist und der viel reisen muss oder einfach so viel fährt am Tag, ist es sicherlich toll. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland, denke ich mal, nicht so viel auszustehen, weil wir sehr, sehr viele Lademöglichkeiten haben und die natürlich auch kennen. Anders als hier. Hier mussten wir uns immer ein bisschen zurechtfinden und suchen. Es ist ja in Deutschland so, da kennt man sich aus, es ist ein Kiez und das läuft. Okay, das ist dein Fazit zum Model 3. Mein Fazit ist eigentlich genauso. Wir sind das Model 3 ja im Februar schon sehr, sehr viel gefahren. Wir haben ja da auch Videos gedreht, die kann ich hier oben nochmal verlinken. Die Abholung im Werk in Fremont in Kalifornien, die Werksbesichtigung, alles haben wir Februar, März gedreht. Das findet ihr hier auf meinem Kanal. Ich fahre das Model 3 sehr gerne, aber ich fahre lieber mein Model S. Natürlich, wir haben hier ein teureres Auto. Das Model S ist ja viel, viel teurer als das Model 3. Die Reichweite finde ich natürlich sensationell hier. Mein S75D, den ich fahre, der hat vielleicht eine Reichweite von 350, 400 Kilometer, je nachdem, wie es ist. Kalt draußen, warm draußen, fahre ich schnell, fahre ich langsam. 300 Kilometer schaffe ich eigentlich immer. Und hier, denke ich mal, werden es sein 400 Kilometer, die man immer schafft, durch diesen halt Neodym Permanent Magnetmotor. Die Verarbeitung ist nach wie vor gut. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, an diese amerikanische Verarbeitung. Ihr wisst ja, ich bin da sehr, sehr kritisch. Wie ich schon oft gesagt habe, mir ist es das Auto, diese enorme Summe von 56.000 US-Dollar nicht wert. aber es wird auch irgendwann interessant für den Gebrauchtwagenmarkt. Und wenn so ein Auto irgendwann mal 20.000, 30.000 oder 25.000 kostet, dann ist es ein sehr, sehr interessantes Auto. Dann kann man sowas auch wirklich mal als Commuter, also als jemand, der nur zur Arbeit fährt, hin und zurück auch nehmen. Zur Reise ging das auch ohne Probleme, das haben wir ja gesehen in dem Video. Wenn ihr mal hier auf dem Kanal guckt, wir haben ja diese Tour zum Bryce Canyon gemacht. Die war übers gesamte Wochenende mit 3 Erwachsenen und Gepäck. Das war wirklich super. Laden konnte man immer irgendwo. Mhm. Ich mag das Model 3, definitiv. Ich bin aber auch froh, dass ich meinen Model S habe. Du ja auch, Arne. Yeah. Wir würden uns also keinen Model 3 bestellen wollen. Nein. Ne? Warum? Wir haben jeder einen Tesla und Model 3 wäre ja... Wozu brauchen wir das? Und viele sagen ja immer oder diskutieren auch gerne hier im Kanal darüber, ja, ich warte noch, bis das Model 3 kommt und dann verkaufe ich meinen Model S. Da werdet ihr euch aber umstellen müssen. Ich denke auch, dass das nicht realistisch ist. Man ist ja, also man muss ja wirklich ein bisschen downgraden, also seine Wünsche einfach herabsetzen, wenn man das Model 3 fährt. Es ist definitiv kein Model S. Es ist ein tolles Auto. Ich möchte das gar nicht schmälern und wenn ich wahrscheinlich vorher kein Model S gehabt hätte, dann wäre ich hier auch super zufrieden und glücklich mit diesem Auto. Ich finde es eben auch, es ist sehr, sehr übersichtlich, es ist sehr, sehr, sehr clean. Und, ja. Das magst du das? Ich mag das. Ich finde das gut. Das ist für mich die Zukunft. Ja. Hier ist das Display. Zack. Da ist gar nichts. Mhm. Hier sind 2 Knöpfe. Hier oben ist der Warnblinklichtschalter. Das war's. Hier kannst du Licht an- und ausmachen. Und mehr ist das hier nicht. Ja. Und ich denke, das ist die Zukunft. Das ist absolut clean. Ja. Das ist wie gesagt, also als Mädchen habe ich natürlich oft diesen Impuls, ich müsste da jetzt irgendwas hinstellen. Aber eigentlich mag ich das, weil es sich einfach reduziert auf das, was gerade passiert. Also man fährt und man hat eben seine Tacho-Einheit hier im Pad und alles Weitere interessiert eigentlich gar nicht. Alles Weitere ist unwichtig. Und das finde ich auch sehr schön. Also ja. Ja, schön. Was ich noch sagen wollte, die Lüftungseinheit, die Arne hier zu Anfang erwähnt hat, diese Blades, die sich hier drin in dieser Geschichte hier komplett verändern, das ist schon... wirklich eine tolle Sache. Ich habe das ja im letzten Video gezeigt, wie man das hier bedient. Ich gehe noch einmal kurz drauf, was man da alles machen kann. Das ist die Zukunft. Ich denke, das werden auch die neuen Model S und X bekommen. Wir reden ja eigentlich wenig über das Model X, aber das setzt sich eigentlich immer sehr, sehr viel, sehr gleich von der Handhabung mit dem Model S. Und das ist auf jeden Fall eine super Sache, diese Lüftung. Das ist eine tolle Erfindung, da geht es bestimmt auch hin, denke ich mal. Ja, das ist wirklich beeindruckend. Ja, wir geben das Auto morgen ab und bedanken uns bei Rolf und Martina von Spark Randall, dass wir dieses Fahrzeug mieten konnten. Ich kann euch das allen empfehlen. Fahrt mal nach Arizona, nicht im Sommer, sondern wenn es geht, Oktober, November oder Februar, März, April, dann ist es hier nicht so heiß. Mietet euch für 1, 2 oder 3 Wochen so einen Tesla bei Rolf und dann fahrt ihr hier durch die Gegend und genießt die Landschaft. Das ist wirklich, Arizona ist sensationell schön. Wir sind jetzt schon seit 6 Jahren, kommen wir hier zweimal im Jahr her, weil das hat uns einfach gefesselt, diese Gegend. Wir haben mittlerweile viele Bekannte und Freunde und haben ja hier auch den Rolf kennengelernt und seine Frau Martina. Und wir genießen das hier, das ist sozusagen unsere zweite Heimat. Denn... das darf man immer nie vergessen, dass ich kaufe hier die Autos, die ich meinen Kunden verkaufe, und zwar Oldtimer. Klassische amerikanische Fahrzeuge oder alte SL, Porsche und sowas alles. Davon leben wir und das machen wir gerne, das macht uns Spaß. Das Hunting nach alten Cars, das ist der Hammer. Morgens früh bist du dabei. Ich will gar nicht erzählen, wie das gemacht wird, aber man muss da wirklich schon Fuchs sein. Muss das schon ein paar Jahre machen. Wir machen das 30 Jahre und haben da sehr viel Spaß dran. Und die Elektromobilität hat uns mittlerweile, das wisst ihr ja, auch komplett eingenommen. Gut, alles klar. Ich bin Ove von T&T Tesla und das ist meine wunderschöne Frau. Anni. Auch von T&T Tesla. Wir bedanken uns bei euch wieder, dass ihr uns hier in Amerika begleitet habt. Wir fliegen wieder nach Hause, sind also demnächst wieder auf heimischen Filmen zu sehen, die wir drehen werden. Und es geht zur E-Cannonball am 17. November. Wir sind richtig gespannt. Das wird eine richtig geile Nummer. Wer ist der Schnellste von Hamburg nach München? Und da gibt es mehrere Kategorien. Und wir arbeiten daran. Es macht uns riesen Spaß. Die Resonanz ist sensationell. E-Cannonball ist das neue Highlight 2018 und ich denke 2019 auch. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir fliegen am Mittwoch wieder zurück nach Deutschland. Schöne Grüße aus Phoenix, Arizona. Ciao. Ciao, macht's gut.